So, und wir sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Roach Lexi. Heute auch mal ein bisschen lauter. Und nicht mehr so müde. Also schon noch müde, aber nicht mehr so müde wie gestern. Wir machen mal weiter mit Tomorrow. Okay. Gar nicht mehr. 530 Gold. Heilige Scheiße. Gucken wir mal, was wir so kaufen können. Squire Squirt. Nehmen wir doch mal. S. Jetzt haben wir noch 80. Jetzt haben wir noch 80. So. Können wir hier noch was machen? Hello Hero. Ja. Du kannst meine Sachen verzaubern. I know. Nee. Nicht verdrückt. Damit. Sprint Rune Sword. To dash short distances. Ja, das wäre cool. Doppelsprung wäre auch nicht schlecht. Naja, aber das können wir jetzt alles nicht lassen. Machen wir mal. Greetings, boy. Wanna know a cool fact? I'm crazy. This level here is simple. With a simple pull, I can prevent the castle from changing. This way, you can go through exactly what you are, I don't know, went through and pressed. You should be. How did I build this fantastic contraption? With science, of course, and magic. Mostly magic. But my skills aren't free. If I lock this castle, it would take 50% of all the gold you earn. Nee. Also er kann ja das Schloss so lassen, wie es ist. Aber es kostet uns halt 50% vom Gold, was wir kriegen. Ich will ihn nicht so schlecht an. Ach, ich hoffe, ich bin laut genug jetzt. Ich denke schon. Hey. Nein, nicht runter. Ja, wie blöd muss man denn sein? Schlusch. Spiel, Pay. Was geht? Nein. Oh nein. Das ist eine Scheiße hier. Heiliger. Okay. Das ist nicht cool. Zombie ist trolling me. Ja, komm nach oben. Money. Ja, ich Idiot. Spiegel hat sich bewegt, das hätte ich das sehen müssen. Alter, wie behindert? Geh dich halt. Hallo. Okay. Dieser Spiegel. Also. Reicht mir aber Spiegel. Weg. Nein. Leck mich, Spiegel. Alter. Spiegel hier. Okay, muss ich mir das mal einfach noch nicht vorgehen. Spiegel, Alter. So. Leck mich. Wie bin ich heute schlecht? Ich muss wahrscheinlich erst auftauchen. Ja, so wie der Typ da, der kann mich ja ernst nehmen. Ich hoffe. Siehste. Ah. Hey, ja. Bei Pfosten. I know this shit. I know. Tourette. Den nehmen wir. Und der ist winzig. Cool. Jetzt habe ich Mana abgenommen, ich Idiot. Ich bin schlau. Da brauchen wir mal 200 Gold. Müssen wir jetzt mal sammeln. Hui, ich bin winzig. Hui. Und der ist so riesig. Oh mein Gott. Aber damit kann ich gut ausweichen, den Gegnern im Prinzip. So theoretisch. Hui. Alles kaputt schlagen. Es lag am Anfang nur so ein bisschen hier. In der ersten Dings.
habe immer noch weniger Schaden. Das ist natürlich nicht so gut, aber egal. So. Nö. Ein Fass. Da machen wir doch kein Fass auf. Ah, ich muss richtig springen. Für den Bücherregal ist manchmal ein bisschen strange. Mal kann man draufstehen, mal nicht, aber. Das ist irgendwie merkwürdig. Alter, diese. Habt ihr gesehen, wie er geflucht hat? Der Tourette. Naja. Lass ihn nicht übernehmen. Das ist jetzt ein bisschen. Naja. Ja, so geht das. So. So, jetzt nochmal hier rüber. Ach, da kommen gar keine Stacheln raus. Okay. Okay. Ja, keine Stacheln. Na, komm schon. Da noch runter. Guck mal, keine Stacheln raus. Das ist nicht gut. Das gefällt mir. Ich finde nicht so gut, diese. Ich glaube, irgendwann kommt ein Stacheln raus und ich rechne nicht damit. Und dann bin ich am Arsch. Dann kriegt man keinen Fallschaden. Das wäre ja scheiße, wenn ich irgendwie noch Fallschaden bekommen würde. Hui, hui. So. Oh, cool. Ich will nur kurz was sagen. Ich werde in diesem Let's Play, das ist mehr so ein Fun-Let's Play. So, ich spiele halt privat, nehme es aber trotzdem auf und laber so ein bisschen dazu. Themen, richtig Themen sprechen, mache ich im Tech-Let's Play. Da könnt ihr ja auch mal vorstellen, wenn ihr wollt. So, jetzt. Greetings, Adventurer. I'm here to give you a chance of a lifetime. For the measly sum of a half your current gold, we'll give you a chance to open one of four chests. One is empty, one is light, one is brimming, and one is bright, super brimming. Okay. Also jetzt haben wir die Hälfte unseres Goldes abgegeben. Bitte. Ja, das war gut. War das gut? Ja, ich glaube schon. Also es war zumindest nicht so schlecht. Hier war alles da. Oh Gott. Oh nö. Feed all enemies. Okay, das ist natürlich. Ja. Das war nicht so gut. Der Raum war echt krass. Gigantism Ectomorph. Ja, von mir aus. Das können wir ja mal machen. Mache ich hier Equip Up oder? Ich guck erstmal, ob ich was im Dingens machen kann hier. Mann, ist der fett. Alter, ist der fett. Das ist der Dash. Den hier wollte ich erstmal haben. Gut, dann gehen wir hier weg. Dann können wir hier hin. Und hier haben wir soweit alles. Ja, da kann ich mir noch was leisten. Da kann ich hier nochmal Attack Up machen. Das war's erstmal. Ja, jetzt habe ich einen Doppel. Coole Sache. Das Level ist nur zu hoch. zu niedrig. Die Deckenhöhe stimmt. Ich kann meinen Sprung noch nicht mehr richtig ausfüllen. So, Dennis. Dann lässt sich bestimmt auch gut Gegnern ausweichen. Entschuldigung. Oder haben wir was im Hals? Nein. Muss man vielleicht was trinken, aber sehr unprofessionell, Alter. Das
ist das denn für ein Raum jetzt gleich am Anfang? Heilige Sch... Wie es auch einfach nur erstmal 500.000 Gegner kommen. Ja, geht das weg? Komm mit her! Alter! Was ist denn das für ein Scheiß? Mann, guck's mich an. Und das Gold packt im Boden rum. Wie war das noch? Ich darf nicht zu hoch springen. Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch. Das wird doch nichts mehr. Okay, das. Der Critic hier war jetzt dann nützlich. Nein. Braucht den Kaffee. So ein Typi. Ja, das war so. Egal. Ich mach's nochmal. Ah, die Geister am Anfang waren heftig irgendwie. 500.000. Nearsighted. Wir können sehen. Das ist cool. 210. Magic Damage Up. Equip Up. 160. Ja, machen wir das. Dann bin ich jetzt fetter. Ich hab den Doppelsprung. Wow. Okay. Confirm. Muss ich nochmal eben mein Headset richten. Und weiter geht's. Oh. Ich mach jetzt mal Folgenpause, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye, Roach Legacy. Wo ist mein Mauszeiger? Ah, hier, okay. Tschüss.